Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, der Fallstar Nummer PAK Chris, hier bei Uncharted 4 Thief's End. Wir sind in Kapitel 5, einmal ein Dieb, immer ein Dieb, sozusagen. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh! Du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Ja, und wir sind hier gerade in Italien, um einen Job zu erledigen für unseren Bruder. Damit der freikommt, quasi die Freiheit erkaufen können. Nope. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Okay, wohin jetzt? Hey, wir können uns von dem Balken da schwingen. Bestimmt. Los geht's, Jungs. Einfach immer weiter. Auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Und das Schwingen können wir doch. È sopravvissuto. Per modo di dire, respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Alles klar. Das sind natürlich italienische Mafia-Dinger. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Tja. Wir kaufen dich frei, Sally. Wir kaufen dich frei, Sam. Fangt alle mit S an. Sehr gut. Müsste halten.
Müsste halten. Okay, komm runter. Wow. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. So, Sam, was machen wir jetzt? Eine Idee? Hier ist nichts zum Hochklettern. Gut, Sam, dann machen wir es halt auf eigene Faust in den guten alten Zeiten. Wie in den guten alten Zeiten. Okay, los geht's, weiter. Wie in den guten alten Zeiten. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Alles klar da oben? Ja. Alles. Ja, geht schon. Alles klar. Nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Glückwunsch, mein Freund. Und hoch hier. Na komm schon. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens.
Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Es muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Hm. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Okay, los geht's. Die Jahre echt nicht an. Danke. Bestimmt ein veganes Leben. Ehrlich? Ja, du glaubst aber auch alles, Himmel. Nein. Nein, komm, ich das kann nicht aus. Junge Sully, gut, dich wiederzusehen. Gut, dich wiederzusehen. Ich dachte, mein Französisch und zumindest mein französischer Akzent wäre ganz gut. Aber Russian wäre. Alles klar. Komm, Sully. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Scusi. Entschuldigung, darf ich mal durch? Da wären wir. Okay, dann mal los. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Versucht. Komm schon. Ich bin echt nicht außer Form.